Hallo. Ich habe euch schon des Öfteren Videos vom kleinen Eisvogel Limnitis camilla vorgestellt und möchte heute nochmal ein wirklich schönes Beispiel nachschieben. Und zwar befinde ich mich hier gerade im ehemaligen Kalksteinbruch. Wir sehen hier noch so ein bisschen die Wände durch das Gebüsch. Also das sind noch die ehemaligen Abbaukanten. Und es im Endeffekt, es geht hier einmal, zieht sich einmal ringsherum. Das ist eine relativ große Fläche, doch in die Richtung vor allen Dingen. Und was wir hier sehen, das ist jetzt quasi so ein Sukzessionswäldchen, würde ich es mal nennen. Also wir sehen zwischendrin immer wieder einige Weiden, vor allen Dingen auch Ahorn, Echen, also eher so schnellwüchsige, ja, Sukzessionshölzer, Weißdorn. Und zwischendrin immer auch viel Heckenkirsche. Die Habitatbedingungen vom kleinen Eisvogel habe ich euch schon öfters mal ja, vorgestellt. Deswegen würde ich jetzt nicht mehr unbedingt allzu viel dazu sagen. Grundsätzlich, wir haben es hier sehr luftfeucht hier in diesem, ja, ich sag mal, Kessel im Endeffekt, diese Abbaugrube. Wir sehen es überall, sehr feuchtes Moos, sehr, ja, Farne auch. Und also das spricht für eine hohe Luftfeuchtigkeit generell. Dann aber trotzdem ist das Kronendach noch relativ lückig, wodurch auch Sonne mit hier reinkommen kann. Insofern erstmal eigentlich perfekte Bedingungen. Und wie gesagt, Heckenkirsche wächst. Also auch hier passen die Bedingungen. Und ich möchte es euch jetzt einfach mal zeigen, nur als Beispiel, weil es wirklich ein echt starkes Beispiel ist hier auf der Fläche. Und zwar, also wir sehen hier schon so Grasspuren, das ist jetzt noch ganz gut erkennbar im Herbst, solange die Blätter noch nicht abgefallen sind. Und dann haben wir jetzt auch hier das erste Hibernarium. Und vielleicht, was ich euch auch zeigen möchte heute so ein bisschen, ist wie unterschiedlich die aussehen können beim kleinen Eisvogel. Also das ist jetzt hier wirklich nur so ein, man könnte denken, das ist ein, ja, zusammengeschrumpftes Blatt, vertrocknetes Blatt. Dennoch sitzt da drin eine Raupe in diesem ganz kleinen Röllchen und ja, ist am Ast befestigt. Und wir brauchen nicht viel weitergehen. Hier ist das nächste. Das ist eigentlich ein typisches, würde ich sagen. Also, das ist nur der Blattgrund einmal zusammengefaltet. So eine kleine Röhre gebildet, unten verschlossen. Oberseite ist hier. Und man kann es schwer erkennen auf dem Video, aber man sieht es, das ist hohl. So eine richtige Röhre und innen drin sitzt die Raupe. Dann brauchen wir nicht viel weitergehen. Wir sehen hier gleich drei weitere Fraßspuren. Das heißt, hier saßen mal drei Raupen wahrscheinlich. Und ja, also wir können es auch erkennen. Ich guck mal. Hier zum Beispiel an diesem Blatt. Also im Kontrast quasi zu diesem, was ich gerade gezeigt habe, diesen kleinen Tüten. Hier hängt das gesamte Blatt dran. Was wir jetzt gerade eben hatten, es wäre, wenn dieser untere Teil hier abfallen würde noch. Der ist hier aber noch dran, das heißt, hier hängt einfach ein ganzes verdorrtes Blatt dran. Hier oben wiederum beim Blattstiel erkennt ihr eine ähnliche Tüte, wie wir sie gerade schon in dem Beispiel hatten. Und auch hier drin sitzt dann eine Raupe. Hier kennt man sie sogar jetzt relativ gut von oben in der Röhre drin. Ja, die Raupe schrumpft jetzt zusammen im Winter, gibt Feuchtigkeit ab und im Frühjahr, wenn dann der Winter vorbei ist, nimmt sie wieder das Regenwasser auf und quillt im Endeffekt wieder auf und frisst dann auch wieder. Und hier haben wir auch gleich das nächste Beispiel. Also es ist wirklich viel an diesem kleinen Strauch hier zu finden. Auch hier sehen wir wieder, das ist ein ganzes Blatt im Endeffekt, was hier noch dranhängt. Also unten ist schon abgefressen hier, was ich gerade umknicke. Man sieht es, das fehlt beim ersten Beispiel. Und hier ist es eben noch dran. Also ganz verschiedene Formen von den Hibernarien, aber man sieht es auch hier oben wieder, diese kleine Tasche ist zusammengesponnen. Ist irgendwie gefaltet quasi das Blatt. Und das ist da, wo die Raupe dann drin sitzt im Endeffekt. Ja, das wollte ich euch nur mal kurz vorstellen. Also es ist wirklich ein wunderbares Beispiel hier wirklich auf dieser kleinen Fläche. Schon so viele, also hier oben waren es zwei, dann nochmal drei, hier eins. Und sicherlich rings um diesen kleinen Busch noch viele mehr. Insofern wirklich sehr schöne Habitate, so Sukzessionsflächen, wo neuer Wald aufwächst im Endeffekt, gleichzeitig noch ein bisschen Licht sind
und eben auch luftfeucht. Also die Kombination ist hier wirklich perfekt. Genau, soviel dazu zum kleinen Eisvogel.